jetzt dann mit dem Fenix durchs Wasser oder was? Ja, ja, noch weiter fahren. Naja, wir fahren den durchs Wasser. Wir müssen ja irgendwo zu sein. Also noch weiter fahren, muss sein. Ja, ja, ich fahre noch. Gut. Gerade. Etwa 1 Kilometer bis zum Ziel. Hast du Glück gehabt, dass wir vorbeikommen sind hier? Konvoi fährt. Ja, ist ein bisschen muted. So, der 1 meldet sich wieder. Sehr schön, wo waren Sie denn schon wieder? Ja, die Fenix war mir zu lang, dann bin ich vorgerannt. Ja, hier. Das ist stoppen. Geil. Fahrzeug 2 erhält. Wir stehen ein Stückchen weit vorne. Absetzen und ausführen, wie besprochen. Okay, absetzen. Den nehmen Sie doch dann. Chaos, schnapp dir mal zwei Mann, oder schnapp dir dein ganzes Team von mir aus und verschafft euch mal bitte Sicht auf die erste Insel und sagt uns, ob da alles ruhig ist. Ihr könnt auch gerne den Fennec mit der Optik benutzen. Ja, verstanden. Dann Alpha mal beim ersten Fennec sammeln. Obwohl, ja gut, da laufen wir noch ein Stück weiter vor uns. Ich habe gerade kurz an den Rand. Die ist ja direkt vor uns. Ja. Chris und Blitz, ihr beide findet mir mal einen Weg ins Wasser. Jo. Hallo, hallo, wer mogelt sich davor? Mojo. Schützenreihe, Mojo nach rechts. Schützenreihe. Mojo nach rechts. Ja, und Abstand halten zu sagen. Bisschen. Das Wasser sieht irgendwie bucklig aus. Was? Kein Wellengang heute auf dem Meer. Ja, Insel sieht soweit gut aus. Ich kann ja nichts sehen. Ja, hier 1, beziehungsweise Alpha, Insel geprüft, soweit alles sauber. Hier Blitz, wir haben eine Stelle gefunden, wo man ins Wasser reinfangen kann. Gut, Alpha, dann einweisen lassen und bitte vor auf die Insel und dann Meldung von dort. Ja, Alpha, verstanden. Hallo, zum Fahrzeug. Time und Robert, ihr seid erstmal für die Fahrzeuge hier zuständig, für die Bewachung. Verstanden. Ich sitze. Hier Alpha, wo ist unsere Kontaktperson für die, für den guten Weg? Hi, im Endeffekt hier vorne geradeaus noch ein bisschen rechts runter an den Strand und geradeaus. Ja, ja, ja. Das haben wir jetzt da selber schon gesehen. Fahrzeug 2 schon mal hier vorne zum Gyros vorziehen, dass ihr die anderen okay, beobachten könnt beim Übersetzen. Alpha holen.
Einmal vorne unter den. Zwei sind vor. Ja. Hätte ich keinen Spot dafür gebraucht, aber das geht. Man hat einfach nicht gut. Vollmatte ins Wasser. Das dauert auch. Ach du Scheiße. Alter, kannst du auch schön alleine mit den Dingern darüber fahren. Brauchen wir gar nicht. Wir müssen einschalten, dass ich. Ah ja. Das, ja, ich habe die ganze Zeit gefahren, aber man muss schon mit dem Problem fahren. Chris, du bist jetzt Kommandant Fahrzeug 2, Beobachtung aufnehmen und die anderen sichten. Ja? Ich bin jetzt relativ flott, deswegen. Hallo, hallo, RP. Ja, wieso? Das sollst du in der Basis schon mal geübt. Am Hafen. Ah, am Hafen. Naja. Alles Hafen. Wir kriegen ganz um Einsicht dann. Wärmekontakt. Wärmekontakt auf der Insel? Der kleinen oder der großen? Der großen. So, Scheiß jetzt. Die Alpha, kurze Info. Wir haben soweit schon mal Einsicht auf die große Insel, mehrere leichte, beziehungsweise mehrere vereinzelte Wärmekontakte. Ich hab's nicht gefunkt. Nee, du hast doch nicht gefunkt, glaube ich. Raus. Ach, was ist denn das? Jetzt hat sich die Funkgerät schon wieder verstellt, weißt du? Also positiv manchmal, ne? Manchmal. Positiv. Hey Alpha, wir haben gerade ein bisschen Einsicht auf die große Insel und haben schon vereinzelte Wärmekontakte auf der Insel. Irgendwas, was kein normaler Infanterist ist? Ah, negativ bis jetzt alles schützen. Jo, alles, was kein normaler Infanterist ist, also alles, was eine große Waffe bei sich trägt oder sonstiges, bitte melden. Ja, wir sind dann morgen so um die Zeit dann da. Auf der kleinen Insel? Naja, kommt es halt so vor, als wenn die kleine Insel vor uns wegfährt. Rückwärts weich. Ja. Extra eingeschaltet. Dass wir nicht mehr im Wasser stehen, wenn wir aussteigen, das ist ein kleines Stück raus. Wächst das so. Ja, so sieht es ja gut aus eigentlich. Warte noch ein Stück. So, los mit euch. Okay, absetzen. Fahrzeug 3 folgt Fahrzeug 1. Hey, fall back. Okay, dann müssen wir bleiben. Return to formation. Kleine Linie aufbauen. 8, stop! 6, return to formation. Linie aufbauen. 5, halt! Also weiter vor. 3, halt! 2, halt! Dann hier mal stopp. Bleiben. Hast du den Kontakt gesehen? Ja, 2 Schützen, 292, circa 400. Und eine Luftabwehrstellung. Weil das wohl sei es. Ja, Alpha, Lage Info haben von uns aus gesehen. Direkt im Westen, eine Luftabwehrstellung plus 2 Schützen. Von uns aus noch ca. 400. Frage, sicher Luftabwehr und nicht AT? Ja, Alpha, sicher Luftabwehr. Ich habe hier auf 310. Oh, was macht er? Eine befestigte Stellung, ein Bunker mit den Soldaten. Ja, das ist das, was ich schon gespottet habe gerade. Okay. Und du hast ja 290, da wo der Rauch herkommt, ne? Ach so, wo der Rauch herkommt. Nee, ich habe keinen. Also ich sehe, wenn ich das Fernlauf gucke, sehe ich da Rauch. Oh, da ja, ich raus. Auch. Also ich habe auf 130, sag ich mal.
ich habe einen Kontakt hier auf 330. 500 genau, Schlauchboote angelandet. In Auto. Bei der Stellung. Also, wollen wir mal hier links an dem großen Felsen vorbeiluchsen, ob man die linke Seite sehen kann? Ja, sucht euch da mal einen kleinen Weg, dass ihr da was seht. Toll. Ja, und in die Nähe. Nur die beiden? Ja, wir bleiben erstmal hier. So wie ich das sehe, würde ich einen direkten Weg aus Westen auf die Insel eigentlich vermeiden und die ein bisschen südwestlich umfahren. Da ist noch eine Stellung. Ja. Wählst du sie? Kannst du ruhig machen. Funkst du gerne. Mhm. Kannst du Soldaten zählen? Ich sehe nur einen. Ich kann was sehen. Unten, Stelle. Unten, guck mal am Ufer, wo die Schlauchboote sind. Zwei Mann. Warte mal, das ist die gleiche Stellung, die wir von links gesehen haben, oder? Sicher? Von rechts? Ich glaube schon, ja. Check mal Gradzahl. Ja, ja, das Fahrzeug ist die gleiche Stelle. Fahrzeug 2 aufschließen und Fahrzeug 3. Ja. Ja, okay. Okay. Ich sehe nichts weiter. Also man hat auch keine bessere Einsicht. Warte! Oh, ich pack hier fest. Wiederholen. Fahrzeug 2 fährt. Wieder da, man sieht nicht besser von da drüben und hat schlechteres. Fahrzeug 3 ändert den Kurs und versucht sich das Ganze mal aus südlicher Richtung anzugucken. 2 folgt 3. Eigentlich wäre es sogar besser gewesen von der anderen Seite, von Westen ran, ne? Aber man weiß nicht, wie es auf der anderen Seite aussieht, ne? Mhm. Auf jeden Fall mindestens 10 Augen, die Richtung Osten gerichtet sind, also die würden uns direkt spotten, wenn wir aus Westen kommen. Aus dem Norden bewegt sich Fahrzeug 3. Aus dem Norden wäre auch ganz gut, weil da ist eine Steilküste, ne? Wenn wir das umfahren, haben sie da keinen Einblick, ne? Ja, aber wir kommen auch nicht hoch. Na doch, das sind Lücken. Oh, so. Soll Alpha hier noch eine Stellung halten? Positiv. Weiterhin Informationen gewinnen und uns Bescheid sagen, wenn es für uns gefährlich wird. Sollten wir hier im Süden nichts Schönes finden, werdet ihr Richtung Norden fahren. Wo sind denn die beiden Leute in dem Schlauchboot hin? Ah, da, alles da, okay. So. Der Norden oder Süden sieht relativ ruhig aus. Ich guck mir mal so einen Schnarchnasenfennek an dahin. Ja, ich hab schon ein Auge. Ich hab eine Patrouille, 4 Mann auf der rechten Seite der Insel. Genau 330 Grad. Na, ich prüfe. Wow. Krasse Kampf hier. So. Ja, positiv. Ja. Die scheinen, als ob die einmal immer eine Runde drehen, ne? Wir haben im Norden der Insel eine Patrouille mit 4 Mann gespottet, die sich da mal im nördlichen Bereich wahrscheinlich aufhält. Verstanden, haben wir aufgenommen. Ja, wenn ihr zurückkommt und Richtung Süden kommt, geben wir wieder Bescheid.
Und extreme Vorsicht, die Piraten sind kaum von Zivilisten zu unterscheiden. Die sind schön bunt gekleidet, Jungs. Brauchst du die Patrouille? Ja, die ist jetzt da hinten im Norden bei den... Geht jetzt im Wald rein. Im Wald verschwunden, genau. Den letzten siehst du noch. Der ist sicher dann. Ja. Den ist hoch im Wald. Eher so der Undercover-Typ. Das ist immer noch im Blick zu behalten, solange es geht. Fahrzeug 2, eure Spielrichtung ist überwiegend Süd und die Umgebung um uns herum auf der Boote auf uns zukommt. 180 in etwa. DK und Patrouille hat sich... Verstanden. Wir wetten, dass sie immer einmal rumlaufen. Fahrzeug 3 schwenkt West. Was ist das eigentlich für eine Entfernung drauf, ist der Insel? Circa 400. Ich wäre sehr clever, wenn wir von hier aus einen Ablenkungsmanöver starten und die anderen von der anderen Seite aus landen, oder? Mhm. Wenn die hier nämlich Patrouille laufen, laufen wir sowieso früher oder später auf die auf. Ja, vermutlich. Das liegt nicht meiner Macht, ich bin nur Truppführer. Jawohl, stimmt. Ja, sorry. Ich muss noch mit der Degradierung, muss ich noch klar gucken. Aber es sind knapp 700 Meter, habe ich ein bisschen verschätzt. Ich finde hier keine gescheite Position, um ein MG wirklich aufzubauen. Auf der anderen Seite auch nicht? Zu wir haben ein Einsicht. Boot. Und hier oben drauf. Wirke bei 040. Oh ja. Von uns aus ca. 500. Nördlich, ja. Ja, einfach Information, wir haben im Norden, beziehungsweise fährt Richtung Norden ein ziviles Boot. Boot. Check. Scheint wohl ein Speedboat zu sein. Alpha, Frage. Die beiden Typen an der Stellung, die direkt vor euch sind. An der vorgelagerten Stelle der Insel. Könnt ihr die von euch aus ausschalten? Boot ist Untergang. Ja, sind von uns ca. 600 Meter. Sollte generell aber machbar sein. An die Hügelkante robben. Verstanden. Die stehen hintereinander oder wie ist das? Ne, nebeneinander. Ne, da steht einer vorne an dem Sandsack dran und einer steht hinten bei den Felsen, hat ein blaues T-Shirt an. Ja, hellblaues, ja. No. War eigentlich relativ auffällig. Hast du noch keine Position auf uns rein? Nein, nein, ich muss da mit C irgendwo aufbocken, aber... Kannst du nicht hier vorne auf den flachen Felsen, wo Pause ist, ne? Ja, dann sehe ich nichts, dann sitze ich viel zu tief. Wenn du da drauf robbst, nee, robb mal da drauf. Oh. Brech hier nichts an. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich voll... Ich voll den Keeper beschlagen. Was? Hey, komm. 3 schwenkt rechts 90 Grad, 2 hält den Abstand zur Insel und nähert sich auch nur über Süd. V drücken bei den Steinen ist nicht gut, Alter. Mach die wieder so. Kann ich hoch? Ja. Lilo, ja, und Hilly. Du bist komplett außer Atem jetzt. Ich glaube, warte mal. Also, das heißt, wir sollen jetzt hier Richtung Insel fahren.
Nee, das heißt, ihr fahrt weiter ziemlich genau die Spur, die wir gefahren sind, und erst wenn ihr dann südlich von der Insel seid, dreht ihr auf die Insel zu. Okay, verstanden. Ja, einfach das Speedboard ist jetzt nördlich der Insel. Haben jetzt keinen Sicht mehr drauf. Na geil, und hier backt's jetzt rein. Ah. Ich krieg'n Rapp. Ganz ruhig, Saal, das ist armer. Ja? Alpha, ihr könnt eure Sachen packen und uns folgen. Die Route ist genau über Süd auf die Insel. Wo ich angekommen bin, weißt du? Scheiße. Ich hab gerade eine Pistole gefunden. Ja, ich hatte auch. Ja, Angst. Positiv, wir folgen dann. Gerne aufsitzen und Richtung Süd weiterfahren. Ich weiß, wo ordentlich das ist, aber. Ich nehm den fertig hier, Jungs. Ja, aber ich glaub, guck mal, wo sie sind. Erstmal grob Richtung Süden fahren, dann schauen wir mal, wo die sind jetzt überhaupt. Sind alle drin? Jo, alle drin. Aufgesessen. Sind. Ja. Okay, ich hab sie gesehen. Warte mal kurz, Zeit überkleben. Oh, wow, wow, wir driften ja fast. Sind eigentlich direkt vor uns. Alle Schnellboot ziviler Form aus Westen. Direkt vor uns. Sieh dir das sicher, Mann, da ist nichts. Wir machen Open Water jetzt auf der Jägerkompanie. Ja, warte mal ganz kurz, müssen beide rechts, du siehst die eigentlich am Horizont. Da muss auch irgendwo ein Schnellboot sein, was gerade vor uns vorbeifährt. Da hinten am Horizont sehe ich was, ganz weit hinten, ja. Nix. Ich sehe nur ein bisschen Schaum, aber das war's. Geh mal deine Sichtweite ein auf 6000 Meter. Oh, nein. Besser, ja? Ist sogar die Insel auf der anderen Seite. Was hast du jetzt eingestellt? Unser Speedboard. Ja, direkt vor uns. Und rechts davon ist irgendwo unser Fennec. Weiter rechts. So. Ah, die rechts haben uns jetzt wahrscheinlich eh schon gesehen. Ich bin gerade ja rechts. Aber wir fahren schon relativ offen. Wenn irgend so ein Wasser, so ein Fahrzeug das Wasser fährt, wird hier unten. Ja, das kann ja ein Fischerboot sein. Ja, Fischerauto. Tiltboot. Das ist genau heute, fisch ich mit einer Karre. Boot. Also der Fahrkünste hier auch. 275 befindet sich im Bravo. Ich will noch ein bisschen im Bogen noch drin. Heute sind meine Fahrkünste wieder extrem gefragt. Wäre cool, wenn du jetzt hier das Fenster aufmachen könntest. Dann sag ich so, Arm aushalten, weißt du? Ja. Das wäre schon Fenster. Richtig. Das wäre der Hammer. Ja, ja, das wäre schon ein übelst geiles Feature. Oder machst du die Tür auf und dann auf dem Elfer. Angekommen.
Warte. Oh ja. Yeah. Sagt das die Bundeswehr, die da so einen schwachen amphibischen Motor eingebaut haben. Wir mussten treten, also mega nicht. So, wie soll jetzt rechts, oder? Im Prinzip rückt ihr jetzt Richtung West, die linke Seite der Insel, und dann gehen wir gemeinschaftlich vor. Also wir bleiben auf der linken Seite der Insel, alles klar. Jupp. Gut, dann wir geben uns mal in Position. Wir legen die auf dem rechten Unmut. Okay, jetzt ich sagen, danke. Alpha haben hier folgen. Ganz normale Schützenreihe, ne? Richtig professionell, wie wir hier geparkt haben, alle. Ja, geht halt nicht anders bei dem Gelände. Gut, wir bilden schon mal. Ich bin nochmal auf den Schwingen hinten. Hier Alpha, Frage: Sollen wir dann oben auf dem Hügel langlaufen oder linksseitig an dem Hügel vorbei, da er sich hier durch die Insel zieht? Linksseitig, aber ihr sichert bis oben auf den Hügel rauf, also bei Bedarf entsprechend hoch. Na, ja, schon. Soll ich mal die Geschwindigkeit entscheiden? Sind dran. So, wir werden dann hier eine Linie bilden, sodass wir praktisch unten von der Küste bis circa hoch auf dem Berg so einen kleinen Sicherungsbereich haben. Ich werde mich hier mittig aufhalten. Alpha wäre soweit in Position. Wir haben dann die Waffe schon mal oben. Ja, wir stehen auf und haben die Waffe im Anschlag. Jo. 5G. So, Alpha schon weiter vorrücken. 10 Sekunden, dann los. 10, 9, 8, Trommelwirbel. 6, 5, 4, 3, 2, 1, los. So ist das garantieren, dass ich euch nicht im Gruppen würde hier. Noch ein bisschen den Hügel hoch. Ja. Paul, du schaust mal links runter ein bisschen. Bravo, stopp. Okay, Alpha, kurz halt. Abhocken. Bravo läuft. Beobachtungshalt. Ich bin ein bisschen vor dem. Okay, weiter geht's. Geht weiter da unten. Freunde links oder rechts von uns. Bleibt immer in der Nähe von Bäumen, dass falls der Schuss kommt, dass ihr euch gleich dahinter schmeißen könnt. Alles stopp. Okay, halt. Ah, ich verstehe.
irgendwas aus der Feldflasche trinken. Ich kann irgendwie eine blaue Folie oder sowas vor uns sehen. So 200 Meter. DMR feuert. Einer bekämpft, weiter geht's. Einfach noch. Hat Alpha jetzt auch Feuerfreigabe auf Feind? Feuerstatus grün für alle. Geh Haus voraus. Denk dran, Überraschungen sind immer besser. Paul, alles gut? Paul? Paul? Unterlauf rein. Alter, ich stehe übelst unter Beschuss. Alter. Habt ihr schon irgendwas bestätigt, ausgeschaltet? Negativ. Negativ. Landtagsstellung 12 Uhr. Bitte? Auch welche flankieren, die sind steil. Ja. Wir gehen weiter über links. Vorsicht, das gilt uns. Landtagsstellung ist ein bisschen tiefer rechtsseitig von uns. Bin hinten dran. Schuss, ich weiter hin. Pack mein Schild. Wir versuchen links zu flankieren. Schuss. Geh nicht zu weit vor, Chaos, Alter. Und feste Decke. Ladehemmung. Ich auch nicht, gib nicht. Ja, lade. Geh im Ortwurf, pass auf, du kommst mit dir vor an den Stein. Paul, Salje, gib uns noch Deckung. Wir springen, dann auf geht's. Gut. Wohin? Rücken nach? Nein. Soll ich Deckung geben? Dann kann hier nix. Wo soll ich hier Deckung geben? Chaos, sollen wir nachrücken? Nachrücken. Alpha, ja, ich bleib mal Zielgebäude. Beziehungsweise weiter kleinen Holzhütte. Jungs, linksseitig von uns. Ja, linksseitig von uns. War auf jeden Fall noch Kontakt eben. Da liegen tot am Boden, okay. Bin jetzt gerade mal die drei. Alpha befindet sich jetzt bei der Holzhütte, nicht schießen. Blitz und Robert zu mir aufrücken. Hinter uns. Geh Motto, wir sichern gleich die Hütte. Ja. Ich mach gleich die Tür auf, falls ich bereit. Halt, gib Deckung. Mach die Tür auf. Sicher. Frei. Hütte gesichert. Ja. Robert? Ja, ich bin Blitz. Okay, Saal, du bist noch dran. Motor? Ja. Ja. Ihr zwei vor an die Sandsackstellung und schon mal das Vorfeld weiter beobachten. Nee, bleib fest. Auto, bleibst du erstmal bei mir?
Wenn hier alles gesichert ist, Richard, geht Bravo nach rechts und guck da mal runter, ob da irgendwas unter dem Wasser lang kann. Wir checken weiter links und unten. Jo, ab nach rechts und da runter gucken. Ein bisschen zusammenbleiben jetzt. Ja, na, du kannst noch mal da vorne gucken, ob du den zweiten Typen da inkludiert. Alpha hält ja erstmal die Stellung. Ja, nee. Ja, insbesondere im Vorfeld beobachten bitte. Gut, dann schließen wir wieder auf. Da vorne auf der anderen Insel ist noch einer. Gut, dann hier. Dieser Mini-Floor-Insel da. Die haben auch ein Boot dabei. Gut, dann hier mal wieder Aufstellung Richtung Nordost. Wieder eine schöne Linie bilden. Warte, wir haben Bravo. Einen Soldaten, ne? Was? Wir haben einen Soldat, der gelb ist. Der müsste noch versorgt werden. Ja, guck doch wieder runter. Okay. Negativ, negativ, negativ. Okay, Sicherungsrichtung. Haben wir hier eine saubere Linie? Sichern alle fröhlich? Ja, ne? Time, du hast schon ein bisschen Erfahrung, ja? Ein und Kratzerchen, Christian. So, melde Soldaten, Christian, einsatzbereit. Alpha, seid ihr denn marschbereit wieder? Alpha ist grün, wir könnten direkt weiter auf der linken Seite, beziehungsweise auch von mir aus zentral jetzt. Solange ihr die linke Seite mit absichert, nach eigenem Ermessen bei euch. Wir übernehmen auf jeden Fall die rechte. Ausführung 10 Sekunden bis Marsch. Gut, dann Alpha linksseitig sammeln. Einfach dasselbe wie jetzt, wie der Motor ganz oben. Bisschen ja. Den Hügel im Blick haben. Ganz genau dasselbe. Okay, Alpha ist Marsch. Weit. Marsch. Geht dann ein bisschen weiter nach rechts, wenn es da unten lichter wird, dass ihr noch Deckung habt, falls es zum Beschuss kommt. Beziehungsweise ja. Einfach die Steine nutzen. Schiebt ein bisschen nach rechts. So. Gern voraus kaputte Autos und Gebäude. Keine Auffälligkeiten. Okay, Alpha, jetzt gedruckt gehen. Vorne bei den Steinen machen wir einen kleinen Beobachtungshalt. So. Lager voraus, kommt gleich in Sichtweite bei uns. Ja, Alpha hat auch Sicht drauf, wir werden jetzt nochmal einen kleinen Beobachtungssaal einlegen. Bravo auch, Beobachtung. Gelb, Feuerstatus, feuerfrei, feuerfrei. Was hast du, Chaos? Schön reinhalten, hab ich gesagt. So, ja, da bin ich. Wir hacken mal mit dem MG ein bisschen rein, geben schon. Dann rückt Bravo vor. Komm zum nächsten Rücken. Lade. Ah, oh, fuck. Weit, gerade
MG abkühlen lassen, weiter vorrücken. Bravo ist 50 Meter vorgerückt jetzt. MG muss abkühlen. Jetzt kann man Munition checken. Vorletzter Gurt. Motor hat er noch was dabei, oder? Ne, ich hab nur die Panzer raus. War glaube ich Time. Ja, Time. Zähl Einschläge. Wir haben Baum entdeckt. Okay, Alpha rückt jetzt zum Teil drauf. Vorsicht, befreundete Einheiten voraus, ne? Rechtzeitig. Paul, bist du dran? Das war ein grüner Smoke. Ja, grüner Smoke ist von Alpha. Kontakt! Granate raus. Bin alle runter, ne? Okay, Alpha rückt jetzt auf das Gebäude auf. Keine Granaten mehr. Vorsicht hinter dem Gebäude jetzt. Gut, wir rücken weiter. Heiko? Paul, halt die Ohren, Augen offen. Der kommt jetzt auf deiner Seite. Bravo schwenkt 45 Grad rechts und übernimmt Sicherung. Alpha jetzt im Compound. Kann nicht durchs Fenster sichern. Stimmt, die linke Seite. Komm. Wir rücken auf eurer rechten Seite vor und sichern euch, damit nichts in den Rücken kommt. Feind dürfte jetzt ziemlich nah voraus sein. Rotes Shirt. So, überschlagt mich mal, Jungs. Eigentlich soll ich hinten laufen. Ja, irgendwer muss noch das Gebäude sichern, ne? Das geht hier an. So, und stopp. Ja, ihr seid dran vorbeigelaufen, oder nicht? Ein Kontakt ausgeschaltet im Gebäude. Oh, von der Hütte. Ich sichere den Turm. Okay, Matze, bei Gelegenheit brauche ich mal einen Sack Munition. Bekommst du gleich. Okay, nicht bewegen. Danke. Ja, ja, ich bin hier. Bis dann hier vorne bei den Rohren wieder hinstellen. MG auf DMR, ab in den Turm und mal gucken, dass er nach vorne was sichern kann. Stimmt. Time bringt außerdem dem MG-Schützen Munition und macht seinen Rucksack wieder voll. Alles klar. MG-Schütz ist hier in der Mitte zwischen den Türen. Na, bereit! Bis gleich. Ich sehe so viel. Ist das mal wieder fit? Das schon gezielt, so. Ich blute immer noch. Mir. Das freut mich. Negativ. Also hast du den Mund reingepackt? Warte. Ja, warte. Das ist ganz, das ganze Zeit. Ich blute bei mir noch. Also ich habe zumindest die Animation drin. Gerne Blick. So. Jo. Hast du? Ja, habe ich. Danke. Soll ich dir noch mehr geben oder? Ja, ich gebe dir einfach. Ja, pack rein. Mehr geht gerade nicht. Okay, danke sehr.
Position, aber. Ja, ich warte, hast du noch, Blick. Ja, positiv. Geht immer noch mir. Nord, Nordost, so von der Richtung hier. Hast du auch noch Schmerzen? Ja. Oh. Aua. Da wurde wer getroffen. Komm runter da. Okay, ich geb dir so eine Morphen. Ja, und dann drauf geschissen wird schief gehen. Wenn wir in Alpha wieder eingefreut sind, werden wir links flankieren. Okay. Alles klar. Unterwegs. Kurz. Okay, Alpha flankiert jetzt links. Wir folgen. Hier, meine Schmerzen sind. Okay, Plan Bravo, wie es mal so geht. 5 anwesend. 6 anwesend. 7 anwesend. 8 grün. Wir rücken jetzt vor. Wir sind fertig. Rücken auf der rechten Seite mit Bravo vor. 7 und 8 schließen wir auf. Zwei, du bleibst erstmal auf Position. Ich bin gut. Ah, Blitz, Feuerrichtung, Aufrechter halten. AT, Feuer auf das Gebäude. Sieht wohl nichts. Verstanden. Ich räume noch ein bisschen Einsicht mehr. Sag mal, Chris, du hast gar kein AT dabei? Rücken frei. Rückschaltzone frei, ja, Feuer. AT, Feuer. Ich bin mit dem Schmerzen. Okay. Und weiter, vorrück. Lass das bitte. Okay, sei dann einfach jetzt über die Mitte weiter vorrücken, wir sind linksseitig. Auf ca. 20 Grad ist noch eine kleine Ruine, ich glaube, da war auch jemand. Alpha rückt jetzt auf zerstörtes Gebäude vor. Alpha springt jetzt an den grünen Rauch ran. Kein Rad, kurz nur stabil halten. Soll hier den Arm verbinden und wenn er hell ist, sagst du Bescheid. So, wo ist Blitz? Paul? Ja, hier, ich liege hier. Zum grünen Rauch kommen. Wir brauchen Blitz. Sofort einen Sani beim grünen Rauch. Ich hab mir jetzt beide Arme geturniket. Okay, ich mach. Ich tackle Bandit auf dem Torso. Okay, dann. Ich bin da. Schon mal einen, Scar, du hast leider MG4 hier. Mitgenommen. Ich linke Arm. Hab eine MG5. Oh. Also ich bin jetzt ja ging ins Bezeichnung. Und Tracking Manager. Ja, versuch mal meine. Was machst du den linken da mal einfach zu. Also den linken auf also die Zeit. Ja, das okay, scheiß auf einfach. Vorsicht Jungs. Scheiß auf einfach. Okay. Nordost. Feinde Nordost. Form on me. Okay. Ich brauch noch eine Weile. Ach Matze, du bist oben. Also ich bin hier schon dreimal für alles klar, ich dachte nur, weil es so ruhig war hier. Ich mach grad Packbandage am Bauch. Okay, gut, dann. Aber da kannst du noch zwei ranschmeißen. Zahl, Status. Okay.
Saalfeindwaffe von dem Typen hinter dir aufnehmen. Ich bring noch eine Packing Bandage an. Alter, der hat aber Schwede. Richtig da angesteckt. So, letzte Packing Bandage, die ich jetzt bei ihm anbringe. Ja, ist weg, kannst du sein lassen. Alles klar. Gut, du machst den Rest. Dann übernehme ich Sicherung. Genau. Jetzt mal ein Stück höher, Einsicht gewinnen, time to save, ein Stück weiter, Einsicht gewinnen. Da vorne ist ein Stein, ich versuche ranzuspringen. Wir müssen mal versuchen, dass wir irgendwie die Sicherung hier aufgestellt haben. Ja, zurück, hier geht's nicht weiter. Okay, ich habe mir gerade eine feste Deckung hier gesucht. Robert, wenn du irgendwann Zeit hast, ja, ich bin gerade ohnmächtig gewesen. Hab ich, Soldat Christian, Status ja, Schwarz. Gewesen. Ich Matthias, hau mir ja mal irgendwas zum Verbinden drauf. Ja, ja. Mir geht's auch nicht so gut. Okay, dann müssen wir stoppen und Feuerrichtung aufrechter halten. Das ist nah. Und Saal übernimmt dann gleich die andere Waffe. Saal, dreh dich bitte um. Ja, ja, ich bin, hab gerade. Okay, Matze, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Ich stell mich mal ein bisschen hin. Haus. Also, da mal irgendwie Unterlauf rein wäre schön. Ja, genau in die Richtung sind aber auch unsere Kumpels. Das ist ein bisschen doof, weil. Das ist natürlich. Ja, hier Alpha, wir haben unseren Medic und unseren Schützen verloren. Das heißt nur noch Sal und ich übrig. Sind die schwarz oder haben wir noch eine Chance, sie wieder hochzukriegen? Wir sind komplett durch. So. Dann gliedern wir uns hier wieder bei uns eingliedern bitte und wir ziehen uns dann zum Gebäude zurück. Hast du, wen verhandelst du gerade? Den Saal, der hast Christian, glaube ich. Ja, ganz kurz, ganz kurz. Okay, Saal, nimm ich bitte das G36 dann auf. Oder? Mhm. Okay. Wir sind hier oben okay, an der Hügelkante. Wir können uns zurückziehen. Okay. Moment, mach die Munition. Ja. Macht ihr das mal in Ruhe? Wo ist Time? Time? Time, wo bist du? Nee, das würde nicht dasselbe. Wo war der denn? Ich bin da halt vorgelatscht. Ja, warte mal, ich hab Time gefunden. Vorsicht. Kann ich kurz mal für eine Minute nur AFK rumragen? Oder ist gerade unpassend? Extrem unpassend. Zurückziehen zu dem Gebäude und Sicherung aufbauen. Also zu dieser Mühle? Jo. Okay, ich bewege mich. So, wieder einsatzbereit. Okay. Also, sollen wir den Chrissy mitnehmen? Soll ich ihn aufnehmen? Oder ist er tot? Chrissy ist schwarz. Zu bekämpfen. Baut schon mal da hinten eine Sicherung auf, dass wir gleich vernünftig zurückkommen können. Ich schließe mit den, bei denen. Sieht aus bei dir, Matze. Versuch den jungen Mann hier auf den Ball zu stabilisieren. Auf, Jungs, ich bin hier. Ich geh in den Turm. Ich bin auch schon drin. Willst du dann oben rein, dann gehe ich runter, Chaos. Ja, ich bleib erstmal hier oben. Alter, ich seh gar nichts. Wow, ich fall runter. Achtung, Kreuzer. Komm ich hier rüber? Oh. Ja, wieder gut. Also ich seh gar nichts, Sal. Wenn, sag mir bitte grad Sal. Ja, kein Spaß. Oh, gleich muss erstmal rumgeraged werden. Ich fange jetzt einfach mal an. Weißt du, immer diese Leute... Nein, nein, ich will das jetzt nicht hören. Okay. Wir ziehen uns mit einem Schwerverletzten zurück. Die lege ich nochmal auf mit Tab, oder? C. Achtung, komm rein. Ich kenne den nicht auch.
regroup. So, komm rein, Freund, Freund, Freund. Geh drumherum, vielleicht auch das. Rally up! So, einmal durchziehen bitte. Raus? Raus? Eins, Jack. Ich brauch. Brauch nochmal einen Sandern hier, ne? Okay, drei ausgefallen, vier. Paul? Five. Paul ist down. Time. Ist rot und da ich wollte ja unter. Okay, Time ist in Check. Chris ist auch tot, ne? Ja. Ach, Jack. Jetzt übernimmst die linke Flanke. Four, regroup. Okay, dann nehme ich lieber. Mit der Funkerei. Wie sieht's bei dir aus, Sahi? Ich hab meinen Tourniquet am Arm. Okay. Kannst du das gerade selber verbinden? Das dauert ein bisschen. Den Time hat's richtig erwischt. Ja, klar. Kann ich irgendwie helfen? Ja, ich bin jetzt soweit. Ich hatte eben mal kurz keine Herzrate mehr. Hab mir aber jetzt wieder halbwegs im Griff. Was darf ich tun? Gib mir eine Anweisung. Im Moment gar nichts. Guck, dass uns hier nicht den Arsch wegschießen. Gut. Robert, ist es schlimm, wenn ich meinen Puls höre? Einmal bitte Puls checken und mir sagen, wo der steht. Oder steht da Lost a lot of blood? Oder so. Check Puls. Sei wieder grün. Bei 59. Check 1, 2, 3. Okay. Ah, du hast noch einen Tourniquet vergessen. Ja, dann fahr runter. Ja, mach ich gerade. Ich krieg den Timer aber zurück. Sehr gut. Ich guck mal, ob ich lebendig nach oben komme. Ja, mach keinen Blödsinn, denk dran. Ich bin gerade. Ach, hier ist ja schon einer. Hallo, Chaos. Haben wir eine Idee, wo die sind? Kannst du eine 40 mm in das Gebäude hauen? Hallo? Nein, bist wieder okay, da. Wie viele hast du noch? Bleib ruhig liegen. Okay, hau rein. Drei Stück Feuer frei. Da fängt mein Herz halt schon wieder zu kloppen. Titan, du machst alles. Gib's dir bitte nur kein Morphin, okay? Okay. Du hörst dein Herz auch noch schlagen? Krass. Ja, ist drei Stück Feuer frei war das, ne? Recht laut. What the? Egal, ich frag nicht. Jetzt, du machst jetzt bitte in der nächsten Zeit ein bisschen langsam. Sollte sich das in den nächsten 5 bis 6 Minuten nicht einstellen mit dem Herzschlag, sagst du mir bitte Bescheid. Stell dich auf Status. Danke dir. Wenn der Sandmann noch eine Minute hat, ich hab noch Schmerzen. Wo ist er? Stehe unten an den Rohren.
Bisschen zu tief. Immer noch zu tief. Wo sind die Rohre? Einmal hinter den Turm kommen. Ja, ich komme. Oh, ich hab wieder Schmissen. Immer noch zu tief. Ach, ich seh dich. Ist gut. Dann geh wieder in Feuerrichtung. Oh, alles gut. Ne? Ja, ich blute irgendwie wieder. Ja. Hat man ein bisschen was rausgelassen. Steht das Haus noch? Ja. Dann lass noch mehr raus. Sunny? Ja? Wenn du gleich fertig bist, hätte ich gerne eine Epi. Epi? Wir sind jetzt im oberen Teil, sehe ich das richtig? Matze? Wir sind auf Hügel 17. Okay. So. Mir geht's auch wieder gut, alles tut. Doch, sei nicht überanstrengend. Ja. Musst du bei mir keine Sorgen machen. Ja. Oder hör auf zu kiffen. Die Herzrate stimmt. Ja, das Herz ist so mega laut. Das Herz bei dir auch? Ja. Aber ich hier check die ganze Zeit, ich bin bei 49 gerade. Ja, ist zu wenig. Ich bin kind. Okay, Matze, ich hab den Epi gegeben, sollte jetzt aufhören. Jojo, bringst du ihm auch ein? Ich glaube, ja. Der junge Mann braucht auch ein. Wo ist der junge Mann? Ich bin links an der Maus. Okay, warte, ich komm zu dir. Der Plan. Dann hier eine Linie aufbauen und machen wir es einfach nochmal genauso wie vorhin. Nur noch, dass der Rest weiß nicht, wie genauso wie vorhin. Einfach Linie aufbauen und dann. Wir vorne übrigens noch Luftabwehrteilen stehen. Dort sind Schlauchboote links von unserem Freistück. Was für welche? Eine schöne Lackierung. Wiederholen. Was für welche Typen, mit einem Werfer auf dem Rücken oder einem Panzer? Nein, ein statischer Titan Launcher. Unbemannt. Unbemannt? Könnt ihr damit zufällig auf das Gebäude schießen? Ja, das sind Anti-Air-Raketen. Ich glaube kaum, dass die Wirkung zeigen. Zweifel versuchen. Will er denn auf die Gebäude schießen, Alter? Was mit dem los? Hier wart ihr, alles klar. Ich bin die ganze Zeit im Denkt Schiss, an den Explosionsradius von den Teilen, ne? Alter, hat er ja eine Menge Feinde voraus. Wir rücken jetzt auf die Hütte vor. Bravo, rückt nach. Eine schwebende Leiche.